Dann geht der Stream mal los, würde ich sagen. Und heute gibt es ein kleines Live-Let's Play, hätte ich mir gedacht. Und ja, deswegen fange ich hier mal an. Der Folge direkt. Genau, habe ich schon alles vorbereitet jetzt. Und let's go, würde ich sagen. So, nochmal kurz gucken, ob alles passt. Da muss ich doch nochmal stoppen hier. Also. Ja, da habe ich kurzerhand mal die Aufnahme gestoppt hier von dem Stream. Die Wiederholung, die will ich aber parallel laufen lassen, während ich Fraps auch noch aufnehme. Ich wusste, dass es passiert, weil ich habe nämlich die Fraps-Aufnahmetaste geändert, weil ich in OBS F9 immer nutze auch und Fraps auch parallel, ne? Und, ja, das ist total scheiße, ey. Und, hier, naja, kann ich ja gleich in der Folge erzählen, jetzt fange ich jetzt mal an. Dann, ja. Okay Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity. Heute mal wieder alleine, ne? Niklas Plays war ja letztes Mal noch dabei. Aber das ist jetzt auch schon wieder 2 Monate her. Ach Quatsch, nicht 2 Monate. Ein Monat ungefähr, oder? Ne, noch nicht mal. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall zwischendurch schon wieder mehr Folgen aufnehmen wollen. Bin aber nicht dazu gekommen irgendwie. Es war alles ein bisschen stressig jetzt und so, ne? Und ich komme nicht zur Zeit so richtig zum Aufnehmen. Das heißt, ich habe nicht so freie Zeiten, dass ich mir das einteilen kann. Das ist in den letzten Monaten jetzt schon schlimm geworden. Ah, shit, ey. Alter, ich kann auch gar nichts mehr machen, ey. Ich weiß nicht. Da wollte ich jetzt eine Live-Folge machen. Ich glaube, das wird heute gar nicht mehr. Erst mal was trinken. So, dritter Anlauf. Das kann heiter werden heute. Das sage ich euch. F8. Muss ich dran denken. Dass ich dann mit der Aufnahme stoppe und so. So. Es kann wieder weg. Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Infinity und heute mal wieder alleine ohne Niklas Plays. Ja, denn das ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen oder so her, als wir zusammen aufgenommen hatten. Zwischendurch hätte ich eigentlich schon mal längst wieder aufnehmen wollen, aber bin ich dazu gekommen, weil ich in letzter Zeit nicht so oft Zeit habe und mir die Zeiten relativ schlecht einteilen kann, wann ich hier aufnehme und wann nicht. Also ich nehme sehr unregelmäßig auf aktuell und ja, so langsam komme ich da auch an die Grenzen so, was Vorproduzieren angeht, weil ja, ich bin jetzt hier schon dabei, die Folge, also die ist jetzt gerade mal 2 Monate alt. Wenn ihr die seht, und das war schon lange nicht mehr der Fall auf dem Kanal hier. Und eigentlich wollte ich das so auch nicht haben. Außer bei Varo, da war es nicht so lange. Okay. Die ging dann auch nur 1 Monat oder so. Also war der Abstand. Aber ja, hier in Infinity und in anderen Survival-Projekten war das eigentlich lange nicht der Fall, ne? Dass eben so aktuelle Videos kommen. Und ja, also ich meine, es ist eigentlich ganz schön auch, sowas mal zu haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch für mich blöd, weil ich eben mit dieser Vorproduktion besser zurechtkomme insgesamt und ja, eigentlich das so weiterführen wollte. Und ich hoffe mal, dass das mir bald auch wieder gelingt. Also ich muss ja echt mal ein paar Folgen im Voraus aufnehmen und ein bisschen ja, mehr auch machen, sag ich mal. Und deswegen versuche ich jetzt auch mal so ein bisschen die Streams zu nutzen, unter anderem. Denn da kann ich ja eigentlich auch regelmäßig aufnehmen und so, habe ich mir gedacht. Und deswegen habe ich mir heute auch mal eine Live-Folge vorgenommen. Ja, also ich streame gerade nebenbei und mache parallel die Aufnahme.
Und ich denke mal, das ist ganz gut. Da kann ich mich selber motivieren zum Aufnehmen und kann eben auch ja, die Zeit doppelt nutzen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ich denke mal, das ist ganz cool. Das machen auch mittlerweile viele Streamer und YouTuber. Also ich habe gemerkt, im letzten Jahr sind das auf jeden Fall wesentlich mehr geworden von Zeit zu Zeit. Und ja, ich wollte das eben jetzt auch mal wieder machen. Ich habe das früher schon bei League of Legends mal gemacht oder bei einzelnen Sachen. Ich weiß nicht, ob ich es auf Igiz hier schon mal gemacht hatte. Ich glaube in Mini-CA oder so. In Mini-CA 2 kann das sein. Also irgendwann habe ich das safe mal gemacht, aber es ist eben jetzt schon wieder so lange her und vielleicht mache ich es ja jetzt öfter mal und deswegen ist es auf jeden Fall mal erwähnenswert. Und ja, mal sehen, ne? Ich hatte auf jeden Fall neulich schon gestreamt, Infinity mal. Das fiel mir vorhin erst ein, als ich gejoint bin. Da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. In dem Stream habe ich nämlich ziemlich weit gegraben. Und zwar habe ich jetzt vor, da werde ich gleich mal hingehen, einen riesen Tunnel zu bauen. Denn es ist immer nervig, außenrum zu gehen von meiner Base zu zum Beispiel Julia, ne, wo ich ja immer am Bauen bin. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, verbinde ich die einfach mal unterirdisch über meine Base. Und das habt ihr vorhin schon gesehen, dieser lange Gang da. Da geht es nämlich dahin. Und da kann ich ja schon mal zeigen, wie weit ich da gegraben habe. Ja, und dann habe ich ja auch Silk Touch bekommen. Ich glaube, das ist auch noch neu. Genau, ich hatte nämlich Enchanted. Die alte Spitzhacke war ja fast kaputt. Und da brauchte ich mal eine neue. Und ich denke mal, das ist ganz gut, wenn wir jetzt hier ein bisschen was Besseres haben wieder. Und jetzt versuche ich mal hier wieder rauszukommen. Irgendwie finde ich es gerade nicht. Aber hier geht's schon mal hoch. Das ist natürlich gut. Ah ja, hier ist es, denke ich mal, richtig. Okay. Ja, der Server lief auch gerade ganz gut an. Also muss ich ja sagen, bisher keine Lags. Und das Starten ging auch mal wieder richtig schnell. Also sonst war das in letzter Zeit immer wieder relativ schwer, so Server zu starten. Bei anderen Projekten ist es aufgefallen, in Vanilla und so und im Snapshot vor allem. Ja, und bei den Modpacks war es teilweise auch, aber irgendwie jetzt geht's wieder. Scheint an der Uhrzeit zu liegen. Ist wieder mal 0 Uhr. Ja, also ich weiß auch nicht, meine Aufnahmezeiten, die sind wieder on top. Früher war es halt besser, ne, wenn ich dann immer früh aufnehmen konnte zum Beispiel. Aber das geht jetzt seit Mitte März nicht mehr. Ja, das geht hoffentlich irgendwann mal wieder. Da kann ich ein bisschen mehr wieder an Videos bringen und wieder regelmäßiger vor allem, was ich ja eingangs schon meinte, dass mich das stört. Ja, kriegen wir hoffentlich wieder hin. Und ja, ich finde es ja auch cool, dass ich zwischendurch geschafft habe, die Folgen mit Niklas Plays aufzunehmen. Die waren ja auch schon. Oh Leute, Alter, was war das denn? Meine Maus spinnt rum, ey. Ja, die Folgen waren schon länger geplant mit Niklas Plays, aber wir haben es irgendwie nie hinbekommen. Und ja, deswegen finde ich es immer umso cooler, wenn man dann sowas doch mal irgendwann schafft. Und ja, hatte ich mich hier schon mal hochgegraben? Oder wer war das? Kann das sein, dass es Niklas war? Weil, ja, ich kann mich gar nicht erinnern, hier gewesen zu sein. Nee, nee, also ich glaube, das war er dann an der Stelle. Denn der war ja auch hier in der Nähe, ne, von dem Tower. Also der hat ja hier viel erfarmt. Ja, doch, das hat er doch erzählt, stimmt. Er war ja hier in der Höhle, in der Nähe von meinem Haus. Und ja, obwohl das hier ist ein anderer Turm als den, den wir erkundet hatten kurz. Der war ja nochmal weiter weg. Und zwar bei Julia da in der Richtung, ne? Also weiter noch hinter im Extreme Hills Biom, quasi in die Richtung. Und ich weiß gar nicht, warum ich hier gerade ausleuchte. Denn es bringt halt nichts hier oben zu erkunden. Da finde ich eh keine Erze außer Kohle. Und naja, deswegen gehe ich mal zu meinem Haus. Huch, nicht hier schon wieder runterfallen zu weit. Und ich hoffe mal, dass ich noch es schaffe, den Tunnel zu zeigen, ne? Das ist ja schon wieder fast lächerlich, wie ich das nicht hinkriege. So, na komm. Genau, das ist halt wieder so ein Mammutprojekt, so ein großes. Und ich hoffe mal, dass das was wird hier. Also, ja, ich weiß noch nicht so genau, ne? Ich glaube, da habe ich mir wieder ein bisschen viel vorgenommen. Ich wollte das vielleicht auch noch mit Eis ausstatten. Da kann man ja hier schön mit dem Boot durchfahren. Das wäre eine ganz coole Sache, aber dann brauche ich erstmal ein Eisbiom. Ja, und sonst, was war es noch? Ja, ich versuche auch mal wieder ein paar alte Projekte weiterzuführen und halt zu beenden auch im besten Fall. Also Bauprojekte einfach mal voranzubringen. Wie zum Beispiel, was hatte ich da alles? Ja, dies und das, ne? Halt. Nee, keine Ahnung. Mir fällt es gerade nur nicht ein.
Mein Haus war ja eigentlich soweit erstmal fertig, aber da könnte ich auch mal noch weiter dran bauen, zumindest an der Umgebung und so. Das wäre ganz gut, denn das ist noch nicht so ganz ausgereift, ne, das ganze Konzept da drumherum. Also da kann man schon noch ein bisschen was feilen. Und ja, dann eben Julias Haus, das will ich auf jeden Fall auch weiterbauen. Da habe ich auch noch weiter gebaut, das zeige ich gleich nochmal, würde ich sagen. Und dann könnte ich hier nochmal ein Thumbnail machen, oder? Ich weiß gar nicht. Was habe ich überhaupt für die letzte Folge als Thumbnail genommen? Boah, shit, ich muss nochmal gucken. Vielleicht schneide ich jetzt nochmal kurz. Oder, nee, das mache ich nach der Folge im Stream noch, dass ich nochmal schaue. Und dann kann ich direkt in den Ordner gehen und die Thumbnails verwalten. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Ja, aber heute im Stream werde ich nicht mehr viel schaffen, denn ich muss dann auch schon wieder aufhören. Aber dafür werde ich wahrscheinlich bald wieder eine Lumash-Folge aufnehmen, wo ich dann nochmal vorankommen kann, ne? Und dann werde ich das wieder so wechseln mit Lumash-Folgen und denen hier. Ja, und irgendwann, dass ich mal irgendwie so eine Aufnahmesession demnächst mache, wo ich auch mal vielleicht an einem Stück einfach das alles aufnehme. Also immer im Wechsel Lumash und Ickets-Folgen. Oder irgendwie sowas, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich hoffe mal, dass ich das alles so hinkriege mit Aufnehmen. Ja, aber ich denke mal, bald wird es wieder leichter. Da kann ich wieder ein bisschen freier mit das einteilen und ich denke mal, da können wir das ja noch alles retten, ne? Genau, aber jetzt würde ich erstmal schauen, wie weit ich noch graben muss. Da bin ich mir nämlich gerade nicht sicher. Oh, es hat sogar geklappt. Bin ich schon zu weit? Oh ja, ich bin zu weit. Hä? Als ob, hier ist ja schon das Haus und hier ist der Gang. Ja gut, ne? Aber da hatte ich ja eben alles schon abgemessen, auch im Spectator-Modus. Und ja, das sieht schon wieder so aus, ne? Dieser Gang, der hier einfach sich so durchfräst. Aber so ist das nun mal. Hier oben der See stört tatsächlich. Ohne den könnte ich mich hier einfach entspannt hochgraben. Aber ich glaube, so mache ich es dann einfach mit einem direkten Aufzug oder. Ja gut, Aufzug geht ja nicht. Wieder 1.13. Ich muss dann ja schon eine Treppe machen am besten. Vielleicht eine Wendeltreppe, ne? Dass ich die hier so drunter mache. Auf jeden Fall vom Haus ausgehend. Dass das hier quasi das vorgibt, die Vorlage. Und ja, dann würde ich mal sagen, Time at 13.000. Und ich mache mal ein Bild. Und zwar von hier, oder? Geht das? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich hier diesen Wasserfall mal gebaut. Oder diese Wendeltreppe. Das ist alles, was ich geschafft habe. Ja, es ist schon nicht so viel, aber ja, keine Ahnung. Ich habe ja durch das Graben und Enchanten und so weiter auch noch ein bisschen was geschafft eigentlich, was man eben jetzt nicht so direkt sehen kann, aber ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, man kommt voran. Jedenfalls hier außen muss auch noch dekoriert werden, das gefällt mir noch nicht so richtig. Das werden wir noch sehen. Und ja, mal sehen, wie das hier innen so vor sich geht. Ja, das werden wir alles noch schauen. Jetzt muss ich aber erstmal das Video beenden, also danke fürs Zusehen, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also haut rein und das wär's an der Stelle. Und ich hoffe mal, dass ich hier noch ein bisschen das ganz gut gestalten kann. Aber ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Und ja, dann bis dahin und tschüss. Und ich wusste, dass es erneut passieren wird, ne? Dass ich hier die falsche Aufnahmetaste drücke. Habe ich jetzt in der Folge nicht mit erzählt. Aber ist auch egal. Das ist komplett dumm, ne? Ich drücke jedes Mal aus Gewohnheit F9, obwohl ich F8 jetzt nutzen wollte. Für Fraps. Und das ist so dumm. Ja. Es geht einfach nicht aus dem Kopf raus, so. Ich weiß auch nicht. Jetzt brauche ich erstmal einen Titel, ne? Für meine Folge. Wie nenne ich denn die? Also, das war Infinity 40. Man kann sagen, ich habe ja drüber geredet, was so los ist, ne? Vielleicht warum komme ich nicht zum Aufnehmen oder so? Nee, das habe ich zu wenig thematisiert. Es ging ja noch um jetzt hier Live Let's Play, ja, das kann man so nennen. Live Let's Play und Maßnahmen zur, wie kann man das nennen?
zur Verbesserung oder zur Effizienz, weil ich will den Video-Output verbessern. Verbesserung der Aufnahmen. Ja. Verbesserungsmaßnahmen der Aufnahmen. Frage. Dann soll ich noch irgendwas, was man gesehen hat, mit einbeziehen? Ich weiß nicht. Erstmal nicht, weil das muss jetzt nicht in den Titel, finde ich. Das reicht erstmal. Live-Let's Play und weitere Verbesserungsmaßnahmen, so nenne ich es jetzt. Genau. Oder? Ah, ich bin mir nicht sicher, ne? Live-Let's Play-Test vielleicht. Und weitere Verbesserungsaufnahmen. Ja, das geht. Das geht. Den Titel nehme ich jetzt einfach. Und ja. Dann streame ich jetzt noch ein bisschen weiter. Beziehungsweise ich schaue noch mal. Oh, warte mal. Hat das jetzt geklappt? Infinity 40. 10 Minuten. Ja, das passt schon. Ich muss demnächst endlich noch mal die Void-Folge, die finale Folge aufnehmen, ey. Da komme ich auch nicht zu, irgendwie aktuell. So, jetzt muss ich erst mal schauen. Fraps. Da könnte ich jetzt F9 als Hotkey eindingsen. Aber ich lasse es mal. Weil sonst beende ich hier wieder die Aufnahme, ne, in OBS, weil das ja auch offen ist. Ach, alles nervig. Naja. So, ich schau noch mal. Den Screenshot öffne ich. Und dann Dateispeicherort. Genau. Also hatte ich Niklas Place, hatte ich da zwei Thumbnails. Einmal hatte ich ihn da fotografiert. Ja, doch, da hatte ich zwei. Okay, gut, dann ist das geklärt. So. Ja. Was kann man machen noch? Jetzt können wir ja einfach weiterspielen, ne? Oder muss ich noch was machen? Bin mir schon wieder unsicher hier. Ja, ich müsste dann noch schneiden. Komm, ich schneide jetzt schon, Alter. Ich habe jetzt keinen Bock, das nachher zu machen. Ich will alles live machen, ja. Manchmal. So. Und zwar. Ja, warte, ich öffne schon mal mein Schnittprogramm. Und dann habe ich hier das. Ja, genau, das machen wir so. Und dann fällt mir noch was ein, was ich auch live machen wollte. Oder nebenbei. Ah, das sehen wir gleich. Was habe ich denn hier alles offen? Ach du Scheiße, ich weiß es gar nicht. Da gucken wir mal, da muss ich hin. Dann da. Jetzt habe ich natürlich nicht die Datei hier. Na. So. Jetzt muss ich mal kurz was kopieren, und zwar den Titel. Habe ich ja schon eingegeben in die Datei, in den Dateinamen von der Audiodatei. So, da habe ich den mal kurz importiert. Darunter. Dann mache ich mal Musikpause. Und fliege hier ein bisschen weiter weg, damit ich nicht höre. Und dann. Zack. Das kommt runter. Dann muss ich jetzt gucken, wo ich hier gedrückt hatte. Ah ja. Dann machen wir mal. Warte ich hier wirklich? Ja, dann machen wir hier den Schnitt, würde ich sagen. So. Ist das laut genug? Nee, das ist sehr leise. Machen wir noch mal ein bisschen lauter. Okay, Leute, da wären wir wieder zu, oder nicht? Ja, also ich meine, es ist eigentlich nichts zu nutzen. Und YouTuber, also ich mal sehen, ne? Ich hatte auf jeden Fall neulich schon gestreamt. Ich weiß auch nicht, warum das so leise ist. Mein Mikro ist irgendwie manchmal ein bisschen leise einfach, so aus dem Nichts. So, machen wir mal so. Infinity mal von dem Tower. Was, ne? Halt. Ne, keine Ahnung. Mir fällt es gerade nur nicht ein. Mein Haus war ja eigentlich soweit. Erstfolge im Ich Stream höre mir noch, das nochmal an was wir hier. uns aufnehmen. Ja, mal sehen, wie das hier unten so vor sich geht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Also haut rein und das wär's an der Stelle. Und ich hoffe mal, dass ich hier noch ein bisschen das ganz gut gestalten kann. Aber ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Und ja, dann bis dahin und tschüss. Okay, ja, dann mache ich hier den Schnitt. 73. So. Ne? War ja fast kaputt. Und ach, so ein bisschen stichpunktartig hier gucken. Ja, aber ich denke mal, das passt so von der Lautstärke. Sonst ist es eigentlich auch so. Und ja, dann würde ich das jetzt ja einfach mal speichern mit dem Titel, den wir festgelegt hatten. Und ja, dann wäre ich jetzt wieder hier. Da wollte ich jetzt noch hier was einfügen. Was war denn das? Ah ja, hier. In dem Ordner. Und das wollte ich ausschneiden. Und hier überführen. Zack. Genau, das kann nämlich nebenbei laufen. Und Alter, ich bin schon seit 22 Minuten live. Ich muss gar nicht mehr machen. Ich habe heute nur die Folge aufgenommen. Na, das ist aber auch blöd. Vielleicht kann ich ja zumindest noch bestimmen, wo der Aufzug hin soll. Eventuell hier wäre gut, ne? Könnte man hier auch noch verkleiden, weil das sieht da auch noch nicht so gut aus. Ja, dann machen wir das mal. Ich mache direkt mal wieder das hier. Und dann Survival. Hä? Was? What the fuck, Alter? Da gehen wir wieder in Game Mode Spectator. Also auch krass, dass hier SP einfach reicht, um Spectator zu wechseln. Also ich muss ja gar nicht das ausschreiben. Das ist mir anfangs gar nicht aufgefallen. So, aber warum bin ich jetzt gestorben, Alter? Was soll denn das? Da gehe ich mal hier in Game Mode Survival. SU, hä? Jetzt geht's nicht. So. Ah, hier hätte ich ja auch noch Game Mode 0 und so verwenden können. Man ist halt aus den neuen Versionen anders gewöhnt. So. Genau, weil hier haben wir ja das. Und dann würde ich sagen, mache ich hier irgendwie so eine andere Wendetreppe. Ne? Warte mal, hier kommt man, hier muss man hier hochgehen, ne? Irgendwie wäre es cool, wenn man hier ankommt, dass ich quasi sage, ja, erstmal, aus welchem Holz soll das überhaupt sein? Ich weiß es nicht, aber Dark Oak wäre schon gut. Ich denke mal, ich mache das weiter so, wie bisher auch. Jetzt habe ich wieder keinen Dark Oak hier. Ey, das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Mir fällt gerade auf, ich glaube, die Sounds in OBS, die sind natürlich dann auch leiser von meinem Mikro, ne? Aber egal. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Oh, das Stream hängt wieder ganz schön nach. So, jetzt erstmal hier. Game Mode 0. Nee, 1. Ja, ich gehe mal rüber und hol Schwarzeiche. Die brauche ich ja eh ständig. Leute, wieso kann man überhaupt Fackeln da drauf platzieren auf Laub? Ich glaube wegen Schnee, ne? Da ging das. Das ist ein geiler Bug. Ah, ich denke immer, da oben ist irgendein Eingang. Dabei ist er immer hier. Logischerweise. Ich brauche, einen Aufzug. So. Wie nennt sich das? Ach Quatsch, Aufzug nicht. Holz. Und ja, ich kann mal wieder Musik anmachen. So, Dark Oak. Gleich mal mehrere Stacks. Denn das werde ich eh noch brauchen oft. Ich freue mich schon, wenn die Strecke fertig ist mit Eis und allem. Aber da brauche ich erstmal ein Schneebiom. Wer weiß, wann ich das mal krieg. Zack.
So, dann wieder Game Mode Survival. Und eigentlich könnte ich auch mal Weather Clear machen, ne? Ah, hier muss ich... Ah ne, das geht ja auch nicht. Ich lasse mich mal von da außen nicht irritieren. So. So, dann geht's jetzt hier darunter. Alter, das ist gerade laut auf den Ohren bei mir. So ist besser mit der Musik. Ja, und vielleicht, ja, da würde ich halt auch hier Wasser hinmachen in der Mitte. Oder ich weiß nicht. Wenn es Elevator gäbe, das wäre gut. Oder eine Leiter. Kann man Hängeleitern machen? Also die keinen Block brauchen. Muss ich mal gucken. Vielleicht geht das ja einfach mit normalen Leitern. Dass die hier an Slabs. Nee, das geht nicht. Oh. Ja, blöd, ne? Auf jeden Fall würde ich dann hier so einen Schacht hinmachen, ne? Game Mode 3. Null. Ach ja. Lol. Wieso war das jetzt dunkel? Wie X-Ray meine ich? So. Gehen wir wieder Game Mode 3. Einen höher muss ich, ne? Jo. Dann mal... Stein. Ich will nur erstmal das hier verbinden. Wer ist das hier? Ah, okay. So. Obwohl, das kann weg direkt. Erstmal ausleuchten. Ja, und gleich gehe ich auf Tiny Aura 4. Oder soll ich Top Attack streamen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Tiny Aura 4 würde Void 2 ersetzen. So, da ist hier so ein kleiner Wartebereich, ne? Oder so eine kleine Halle einfach. Und da geht's dann hier irgendwie hoch zum Ding. Ne? Also am besten mit Leitern. Einfach mal so. Und das mache ich demnächst dann mal weiter. Genau. Dann beende ich jetzt hier den Stream. Und ja, wir sehen uns dann gleich in Tiny Aura 4. Okay.